Können Sie zum Schluss des Interviews unserer Studierenden einen Tipp geben, wie sie das Übersetzen effektiv lernen können? Oh, und das in 3 Worten. Ja, das ist ja eigentlich eher eine Frage für die Lehrenden. Ja. Ne? Denn die Studierenden können ja nur unter Anleitung der Lehrenden das Übersetzen lernen. Mhm. Die Lehrenden müssen die Aufgaben im Unterricht so stellen, dass eine didaktische Progression entsteht. Ja. Vom Leichten, ja, immer schwerer werden, ja, bis zum ganz Schweren. Das wäre dann sozusagen das Normale, was im, ja, richtigen Leben passiert. Und bei der Besprechung der Aufgaben sollte man sich auf die verallgemeinerbaren Übersetzungsprobleme konzentrieren. Das dient dann auch den Studierenden. Denken Sie mal, dieser Text, den Sie im Unterricht übersetzen, mhm, den werden Sie in Ihrem ganzen Leben nie wieder übersetzen müssen. Nee, also müssen Sie aus der Übersetzung dieses Textes etwas lernen, was Ihnen hilft, den nächsten Text zu übersetzen. Mhm. Ja? Dann können Sie nämlich die Lösungen, die Sie im Unterricht für ein bestimmtes Übersetzungsproblem gefunden haben, auch auf eine neue Aufgabe anwenden, in der zufällig dieses selbe Übersetzungsproblem wieder vorkommt. Dabei sind ja, wie Sie wissen, die Übersetzungsprobleme von den Übersetzungsschwierigkeiten zu unterscheiden. Schwierigkeiten, mhm, sind subjektiv. Ach. Was für mich schwierig ist, aha, zum Beispiel die chinesische Sprache, mhm, sehr schwierig, mhm, ist für Sie wahrscheinlich eher so schwierig. Ja, das ist subjektiv. Und was für mich schwierig ist, zum Beispiel Experimentalphysik, mhm, ist für einen Physiker seine tägliche Arbeit und auch nicht schwierig. Ja? Das Wort kenne ich sogar nicht. Sehen Sie, ich auch nur mit Mühe. Ja, ja? Und auch nur das Wort und nicht die Sache. Ja, also Schwierigkeiten sind subjektiv. Probleme dagegen, Übersetzungsprobleme, bleiben Probleme, auch wenn man gelernt hat, sie zu lösen. Aha. Und ein Übersetzungsproblem ist ein Übersetzungsproblem für jeden und jede, der das zu übersetzen hat. Aha. Auch für jemand mit 50 Jahren Übersetzungserfahrung, aha, ist das Problem da. Nur habe ich inzwischen gelernt, es schnell zu meistern, aha, weil ich es schon 1000 Mal vorher gemacht habe. Ja? Mhm. Nicht jedes Problem hat nur eine Lösung. Wenn es so wäre, wäre es einfach. Dann könnten wir sagen, liebe Studierenden, hier ist eine Liste mit den Problemen, mhm, und hier sind die Lösungen dazu. Lernen Sie das auswendig, kommen Sie in 2 Wochen wieder. Ich nehme Ihnen die Prüfung ab und Sie kriegen Ihren Bachelor. Es wäre traumhaft. Das wäre traumhaft. Ja, der Witz ist, ja, die Studierenden hätten es gerne, ja, so. Ja. Ja? Aber Gott sei Dank, würde ich sagen, ist es nicht so. Aha. Denn sonst wäre ja Übersetzen schrecklich langweilig. Ja. Und was noch schlimmer ist, dann könnten auch die Computer besser übersetzen. Ja, genau. Ja? Ja, so. Und nur weil das nämlich so ist, dass nicht jedes Problem nur eine Lösung hat, brauchen wir menschliche Übersetzer, genau, die dann die verschiedenen Faktoren, mhm, sich überlegen, sagen, wie ist, mhm, das hier, was ist der Übersetzungsauftrag, welches sind die Bedingungen, etc., etc. Mhm. Ja? Also Übersetzungskompetenz ist die Fähigkeit, Übersetzungsprobleme auftragsgerecht, aha, zu lösen. Ja. Und da die Aufträge oft verschieden sind, sind dann auch die Lösungen verschieden. Mhm. Ja? Das müssen die Studierenden lernen und wir als Lehrende müssen es ihnen beibringen, wir müssen ihnen helfen, es zu lernen. Und ich finde, dass die Betrachtung der Übersetzungsprobleme, der verallgemeinerbaren Übersetzungsprobleme, dabei eine wichtige Hilfe sein kann. Ja, ja, um, ja, auch das effektiver zu machen. Sonst müssten wir vielleicht einfach, ja, manche Leute sagen, learning by doing, ja, ja, sie übersetzen und ich sage, ja, immer richtig, falsch und dann machen sie es nochmal und am Schluss können sie es so wie Kinder die Sprache lernen. Mhm. Das geht so, learning by doing. Ja. Ne? Aber wir haben es ja nicht mit kleinen Kindern zu tun im Übersetzungsunterricht, mhm, sondern, mhm, mit halbwegs erwachsenen, ja, ja, Menschen,
die auch schon Fremdsprachen gelernt haben, ja, die schon andere Dinge gelernt haben. Also da können wir etwas mehr Abstraktionsvermögen verlangen. Ja, genau. Frau Nord, Sie haben eben von maschinell Übersetzung erwähnt. Diese Übersetzung ist gerade im Trend. Ich wollte gerne Ihre Meinung hören. Finden Sie es wirklich, menschliche Übersetzung wird schließlich zum Ende von maschinell Übersetzung ersetzt werden? Glaube ich nicht. Als ich studiert habe, das ist ja schon über 50 Jahre her, hat man uns gesagt, die maschinelle Übersetzung wird sie alle eines Tages arbeitslos machen. Der Wolf kommt. Ja, und was ist passiert? Gar nichts. Wir sind nicht arbeitslos, im Gegenteil, wir haben ganz viel Arbeit. Ja. Nur hat sich unsere Arbeit etwas geändert. Mhm. Ja, und ich finde, zum Guten. Denn diese Routine-Sachen, die auch der Computer erledigen kann, die interessieren mich ehrlich gesagt gar nicht so. Ja? Was einen mehr interessiert, das sind so die kniffligen Sachen, wo man etwas kreativ sein muss, so wie das Wortspiel, so etwas. Aber einen Wetterbericht muss ich nicht übersetzen. Das können die Computer besser. Also ich glaube, es wird immer Bedarf für kompetente Übersetzer und Übersetzerinnen geben. Und wir müssen vielleicht als Übersetzer unseren ein bisschen Marketing machen. Aha. Und dann sage ich immer, wir müssen unseren USP hervorheben. USP heißt Unique Selling Point. Das sagen die Marketing-Leute. Die sagen, das ist das, was uns ausmacht, wie wir uns am besten verkaufen können. Und das ist nämlich, dass wir auch um die Ecke denken können. Und der Computer kann nicht um die Ecke denken. Bis jetzt noch nicht. Es gibt schon, also gerade die neuronale, maschinelle Übersetzung macht schon ganz gute Sachen. Aber es kommt auch immer auf das Sprachenpaar an. Also Englisch-Deutsch ist da nicht so sehr ein Problem. Aber Chinesisch-Englisch oder Chinesisch-Deutsch oder Chinesisch-Arabisch, da könnte ich mir vorstellen, da brauchen sie noch lange Zeit. Also für die nächsten 50 Jahre, vielleicht auch 100 Jahre, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ja, das freut mich, das zu hören. Ja. Schon beruhigend. Ja, man muss auch ein bisschen optimistisch sein. Ja, genau. Liebe Frau Nord, vielen Dank dafür, dass Sie zum Interview gekommen sind. Ihre Ansichten und Erklärungen haben uns Aufschlüsse über die grundlegenden Fachkenntnisse der Translation gegeben. Dieses Fachwissen ist für uns sehr wertvoll. Nochmals herzlichen Dank für Ihre nette Unterstützung. Ich danke Ihnen, liebe Frau Yang, für die Gelegenheit, ein paar wichtige Fragen anzusprechen und dabei hoffentlich zur Klärung von Zweifeln und Missverständnissen beizutragen. Vielen herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn unser Interview Ihnen neue Perspektiven eröffnet hätten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Studium des Translationswissenschaft. Tschüss.